Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass du wieder dabei bist. Also unser heutiges Thema ist Steigerung der Adjektive. Also die Adjektive können gesteigert werden. Die Grundform eines Adjektives nennt man positiv. Die nächsthöhere Stufe nennt man komparativ und die höchste Stufe superlativ. Komparativ ist, also die Komparativ vergleicht zwei Personen oder zwei Sachen und zeigt den klaren Unterschied an. Zum Beispiel, Max ist größer als seine Schwester. Also wir können schon den Unterschied mal sehen. Das Superlativ vergleicht mindestens drei oder mehr von Personen oder Sachen oder zeigt eine Gesamtheit. Zum Beispiel, Lisa ist klein, Maria ist kleiner und Petra ist die kleinste. Natürlich, wir haben viele Ausnahmen und viele unregelmäßige Adjektive. Ich zeige dir sofort. Ich zeige dir sechs unregelmäßige Adjektive, die sehr, sehr häufig im Alltag hören können. Zum Beispiel gut, besser, am besten. Er ist gut, er ist besser oder er ist am besten, zum Beispiel. Dann viel, mehr, am meisten. Extrem wichtig. Dann gern, lieber, am liebsten. Oder hoch, höher, am höchsten. Oder nah, näher, am nächsten. Oder oft, öfter, am häufigsten. Die kurzen Adjektive, die ein A, O oder U besitzen, bekommen in Komparativ und Superlativ ein Umlaut. Zum Beispiel kurz, kürzer, am kürzesten. Oder lang, länger, am längsten. Adjektive, die beenden am T oder D oder TZ oder Z oder Doppel-S oder S oder Sch, bekommen im Superlativ die Endung esten. Zum Beispiel kalt am kältesten oder heiß am heißesten. Und noch eine Ausnahme. Adjektive, die enden am L oder R, Beispiel dunkel, dunkler oder teuer, teurer. Hoffentlich war das ganz klar für dich und dann Like auf Button anklicken und bis zum nächsten Mal.